Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Dark Pictures Little Hope. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen wärmer angezogen, weil es immer noch ganz schön kalt hier, keine Ahnung warum. Eigentlich ist die Heizung, na, die ist aus, aber egal. Ja, in der letzten Folge haben wir Taylor gerettet. Ja, und jetzt sind wir hier und schauen wir mal, was wird. Wir gucken uns immer noch die ganze Zeit so um, was wir jetzt Okay, am besten noch machen was ist können. dann deine Theorie? Achso. Ah, der hat auch hier gearbeitet, der eine. Ah. Und das ist der, auf jeden Fall. Was ist da passiert? Hat sie ihn sitzen lassen? Nee. Das ist Tanja, ne? Tanja? Sie hat ihn auf jeden Fall nicht sitzen lassen. So viel steht schon mal fest. Immer, wie gesagt, immer Schal abnehmen und dann runterspringen. Danke. Danke. Nachher, okay? Danke. So. Super gut. Okay. Aber mit euch kann ich überhaupt. Was war das denn? So. Was? Oh Mann, ich kann das nicht mal nachmachen. Okay. Ich guck mich mal hier so ein bisschen um. Was ist hier? Da ist eine Straße, okay. Es müssen auf jeden Fall noch diese komischen Geister im Ghetto drinne sein, weil das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Weil, wer ist denn jetzt auch da? Hörst du das? Da unter uns. Wir müssen unbedingt hier raus. Schnell. Wir müssen unbedingt hier raus. Schnell. Was ist das denn für eine Mimik, ey? Ich glaube, die sollten auch mal so ein Grafik-Dings hier machen. So ein Grafik-Upload oder so, dass die halt mal die Mimik ein bisschen besser machen. Obwohl es eigentlich schon ganz cool ist. Oh. Okay. So. Okay. Ein Artikel aus dem Jahr. Die Clark-Familie schien vor der Tragödie glücklich gewesen zu sein. Ja. Es wurde ja gesagt, dass Mary und ich glaube in den 70ern oder 80ern, ich weiß jetzt nicht, oder 80ern, hieß sie ja, glaube ich, Michelle? Ich bin mir jetzt nicht sicher. So, was ist hier? Ah, da geht's raus. Das ist schwer. Andrew, beweg deinen Arsch und hilf mir. Bitte heißt das. Was ist? Ich gehe hier hin, du da drüben. Dann schieben wir. Gut. Und los! Ja. Oh, shit! Oh, shit. Ah. Oh, shit. Ah. Wehe, du stirbst mir jetzt weg. Als ob er wieder da ist. Hat er es geschafft, vom Baumstamm da wegzukommen, oder was? Hilfe! Können wir ihn wirklich retten? War das eine gute Idee? Ich muss sofort hier raus. Komm schon, wir haben es fast. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut.
Aber ich glaube, der ist immer noch wegen Daniel her und nicht wegen Andrew, muss ich sagen. Nee, das kannst du nicht. Das bringst du nicht. Das kannst du nicht. Das geht nicht. Du kannst ihn nicht selber töten. Oder geht das? Kann man sein eigenes Ich vor 300 Jahren selber töten? Das war, glaube ich, gar nicht gut, ne? Ich glaube, ja. Mann. Ja. Und schon sind wir wieder getrennt. Oh nein. Sag doch was! Gib uns ein Zeichen! Marco Polo. Los jetzt, bevor noch was passiert. Das bin einfach ich mit der Geisterbox. Gib uns ein Zeichen! Gib uns ein Zeichen! Ich möchte es durchspielen gerne. Ja. Der Angelika. Ich glaube, er geht die falsche Richtung. Daniel? Wo zur Hölle bist du? Antworte! Das Biest scheint weg zu sein, könnte aber jederzeit zurückkommen. Ja. Wir müssen weiter. Das ist doch einfach nur bescheuert. Oh, jetzt spielen wir Angela. Angela. Komisch, dass dein... Ich wollte gerade sagen, komisch, dass dein Handy noch Akku hat. Wow. Und jetzt fängt es an zu blinken. Ich kann nicht mehr. Spöttisch. Oh, ich kann nicht mehr. Das können wir auch irgendwie freischalten. Ach so, ihr Handy ist wahrscheinlich gar nicht aus, sondern nur ein bisschen kaputt. Kann ja auch sein. Aber warum kommt jetzt bei Angela halt jetzt nicht mehr das Monster dazu, das irgendwas zu bedeuten, oder? Professor? Jetzt nicht so. Professor? Oh. Hey! Ihr da! Andrew? Daniel? Okay. Oh, die sind wahrscheinlich gefangen, ne? Gott sei Dank. Wir dachten, du wärst tot. Hatte wohl Glück. Zum ersten Mal. Ja. Aber wo ist Andrew? Oh mein Gott. Dachte, du wärst tot. Es ist noch da. Dieses Ding verfolgt mich noch. Wie kam jetzt Andrew da lang? Und zwar genau da. Ah ne, Was war das denn? Sorry. Das wären wieder lustige Clips, ich sag's euch. Okay. So, auf jeden Fall ist da Angela. Nee. Noch nicht. Angela, na, ihr wisst schon. Oh, was ist das? C. Ein altes Auto mit einem vertraut wirkenden Sonnensymbol auf dem Motorhaube. Der auf dem Friedhof gefundene Sonnenglücksbringer passt zu dem Sonnensymbol auf der Motorhaube. Okay. Okay. Ah, das denn also. Das Sonnensymbol auf den alten Auto passt zu diesem Glücksbringer. Ah, das hatte der Weiß oder wie er auch heißt. Also hier, er. Vince. Mhm. Okay. Da unten noch. Ein altes Foto von einer Familie aus dem sonnigen Tag vor der ihrem Haus. Die Gesichter wirken alle vertraut. Diese Gesichter trauen in der Geschichte von Little Hope immer wieder auf. Ist das die Familie, die beim Hausbrand gestorben ist? Von außen betrachtet eine typische amerikanische Familie. Ja. War es eigentlich ja auch. Also bloß, dass halt der Vater oft getrunken hat, aber sonst war es doch sehr angenehm. Gab viele Streitereien, aber sonst war doch super. Okay. So.
Wir müssen aufpassen, weil hier ist irgendwo Amy. Was ist das? Hallo, sind wir eingeladen? Ah, da ist Amy. Was auch passiert, wachsam bleiben. Das Mädchen wurde hinter der Hausruine gesichtet. Okay. Das ist, glaube ich, das Haus, was verbrannt wurde. Hallöchen. Oh, wir alle jetzt, oder was? Oh, wir alle. Solange ihr lebt, ist niemand in Little Hope sicher, Joseph. Drum müsst ihr sterben. Selbst euer Weib Amy machtet ihr zu einer Teufelsbuhle. Verdammt mich euch. Doch wagt, ist nicht meine Frau zu schmähen. Ihr widersetzt euch noch? Ich muss euch den Teufel austreiben, um uns zu schützen. Oh, wen schützt ihr schon? Joseph, entsagt ihr den Teufel und all seinen Herren. Ich sündigte nicht. Ich bin kein Diener des Teufels. In unserer Stadt herrscht der Wahnsinn. Und Schuld ist die Satansbrut. Mary. Wir müssen das stoppen. Fort von mir! Ja! Gib das her! Seht! Seht, wie das arme Kind leidet. Hä? Was ist der Arsch? Sind sie noch im Griff des Teufels? Mehr Steine! So zermalmen wir den Teufel in ihm! Zaudert nicht! Das Schicksal von Little Hope hängt davon ab! Oh nee. Scheibenkleister. Aber ich glaube, die müssen. Ich glaube, die sterben ja sowieso an, ne? Dass man das auch früher gemacht hat, ne? Das ist krass. Dass man das früher so gemacht hat. Das kann doch nicht sein, dass wir die ganze Zeit verlieren gegen so ein kleines Miststück. Das ist doch nicht wahr. Was war los? Sagt schon. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Zeit für was? Für das. Vielleicht. John, was machst du da? Uns retten? Ich hab das Fliegen satt. Bist du verrückt? Wir müssen weg. Oh mein Gott, muss ich mich jetzt zwischen... nee, es kann ja nicht sein. Also es können ja auch alle... es können ja auch... Warte mal, ich muss noch mal ganz kurz die Bilder angucken. Also, er stirbt. Das ist mir eigentlich auch recht. Nein, eigentlich nicht. Das ist ja schon passiert. Das ist alles gut. Das ist auch schon passiert. Das ist, ja, gut. Das ist bisher noch gar nicht passiert, weil keine Ahnung, wann das auftritt. Das ist bisher auch noch nicht passiert. Keine Ahnung, wann das auftritt. Was mache ich denn? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, kommt es mir so vor, dass der Priester und der Busfahrer... Na, oder? Es muss ja, glaube ich, also es muss ja, glaube ich, das gleiche Alter sein. Nee, also, ja. Weiß nicht. Ich schau dir nicht zu, wie du dem Biest in die Arme läufst. Das ist Selbstmord.
Let's go. Irgendwo, ich drücke irgendwo. Damit ich auch irgendwie einen roten Kackkreuz da habe oder so. Oh, hallo. Oh, diese Ketten gehen mir so auf den Keks, ne? Ich hasse Bondage-Zeug. Als ob. Gut, dass ich nichts getrunken habe. Ich sag's euch. Oh, Junge. Toll, dass er auch mal kommt hier. Tut das weh, Drecksvieh! Das bist du. Bis in 300 Jahren. Ja, helfen. Natürlich helfen. Geht's noch? Behelfen. Wir wollen ja alle... Oh mein Gott. Oh, bin ich also... Oh. Warte mal. Angela entkam dem Monster. Das ist so schön. Oh, wir haben gerade schon viel. Taylor. Taylor stimmte John Plan zu ihrem Stadt zu gehen. Warum wird das jetzt hier angezeigt? Da, genau. Taylor nahm das Messer aus dem Museum nicht, okay? Taylor ging in die Flucht von einem Dämon knapp, nachdem sie über eine Mauer gezerrt wurde. Taylor gelang die Flucht vor einem Dämon in der Kirche. Achso, das war schon okay. Hält von dem an. Daniel wollte zu Andrew hochklettern, weshalb sie beide in der Fabrikskelle stürzten. Scheibenkleister? Der Fremde. Da. Ah, diese Göre, ne? Gruppe versuchte Mary die Puppe wegzureißen, aber sie hielt daran fest. Und das sehr dolle, anscheinend. Blödes Vieh. So geht's auch. Oh. Wollen wir ihn retten? Los, hier rein! Oh Gott, wenn ich das jetzt... Oh, Alter, du lässt auch nicht los, ne? Oh, komm hier zu Bobby. Achso, ich dachte, ich muss jetzt nochmal was machen. Aber ich glaube, das ist dann auch für den Spieler ganz schön anstrengend. Wir müssen weg. Los jetzt! Andrew! Ich brauch dich hier! Ängstlich. Er ist ängstlich. Dankeschön, Andrew. Dankeschön. Andrew, du bist so ein Held. Wow, danke. Aber er ist ängstlich. Okay. Ist das weg? Ich sehe es nicht mehr. Hintertür. Oh, Chorgesang. Oh, ekelhaft. Chorgesang. Es ist gerade 23 Uhr. Willst du mich verkackern? Wärst du nicht gewesen? Wir müssen hier rausfinden, bevor das Biest reinfindet. Sieht aus, als wäre es abgebrannt. Und das ist halt hier stimmt was das nicht. Haus. Hier stimmt was nicht, ist das Motto dieser Stadt. Ja, das ist das alte Haus. Aber wir machen auf jeden Fall erst in der nächsten Folge weiter von The Dark Pictures.
Little Hope, ich hoffe, euch hat es gefallen. Hinterlasst das gerne ein Däumchen nach oben da und Kommentieren nicht vergessen. Und wir sehen uns auf jeden Fall bei einer weiteren Folge von The Dark Pictures wieder. Bis dahin sage ich bye bye.